Ja, und damit hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin immer noch fleißig. Und zwar werden wir uns hier mal ein bisschen Licht machen. Oh. Ich werde euch auch gleich zeigen, wie. Ich habe nämlich etwas herausgefunden. Ja, dazu brauchen wir nämlich Fackeln. Und zwar wusste ich, dass es hier solche Halterungen gibt. Für die, wo man hier so an die Wände anbringen kann. Und dort kann man dann auch, man kann so Öllampen festmachen dort. Aber man kann dort auch Fackeln anbringen. Ne? Man muss sie dann halt jedes Mal einschalten. Aber ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Aus dem ersten Grund, ja, wir haben halt noch keine Lampen. Weil um diese Lampen herstellen zu können, brauchen wir Kristall. Ja, und noch habe ich keine Insel gefunden, auf der ich Kristall finde. Ich denke mal, da müssen wir ein bisschen fahren. Und zweitens haben wir auch nicht so viel Öl, dass wir uns das leisten könnten. Deshalb machen wir das Ganze mit den Fackeln. So. Das heißt einfach, man nimmt einfach dann so eine Fackel, packt sie hier rein und dann kann man die einschalten und ausschalten. Und hat dann sozusagen an hier gerade. Boah, hab schon wieder Krämpfe. Kann ich denn da jetzt keine... Warum kann ich denn... Sagt er mir den hier Lock, Unlock? Weg dann. Wie geht das? Komisch, warum das auf der einen Seite gerade nicht geht. So. Dann können wir hier nämlich schon Licht machen. Ja, und das ist natürlich viel wert, ja, wenn man Licht hat. Gut, da muss das halt mal reichen. So, hier unten hatte ich hier eins. Eine Fackel rein. Hier eins. Schon eins dran. Machen wir hier vielleicht noch eins hin. So, dass wir auch immer schön Licht haben. Wir werden natürlich auch eins hier draußen anbringen. Hier anbringen. So, eine Fackel hier rein. Können wir schon mal Licht anmachen. So. Hier eine Fackel. Da, und dann leuchtet das schon. Mensch, das ist doch super.
Das ist wunderbar. So, habe ich noch welche? Nein, ich habe keine mehr von diesen Dingern. Okay, dann werde ich noch ein paar herstellen, weil wir brauchen dann auch noch für unser Schiff welche. Und ich kann auch immer wieder individuell anmachen, also, ne? Aber nicht hier. Ich kann die auch immer individuell anmachen. Also ich kann zum Beispiel sagen so, hey, ich mag hier drinnen anhaben, weil man sieht, ja, die bringen schon viel Licht. Also es wird schon hier sehr gut dann auch beleuchtet hier drinnen. Wobei wir auch nachher erstmal noch Fenster dann haben werden. Und dann wird das wahrscheinlich nicht mehr ganz so hell sein, ne? Von draußen dann. Je nachdem, das muss man dann schauen. So, wir gehen mal ganz kurz ins Wasser. Wir werden jetzt auf dem Schiff noch so ein, zwei anbringen. Oder zwei, weil ich habe nur noch zwei. Einfach damit wir auf dem Schiff auch Licht haben. Mal eben ganz kurz eine Fackel hier unten reinpacken, dass ich Licht habe und sehe, was ich hier tue. So, und es kommt hier unten eine dran. So. Und dann werde ich gleich noch gucken. Werde noch kurz gucken, was ich dazu brauche, um die noch herzustellen. Was ist los? Hallo, Hilfe. Manchmal ist das Spiel komisch. Ich bin mal ein bisschen Angst. Manchmal macht mir das Ganze so ein bisschen Angst. Sieht immer leicht so aus, als würde mein Haus brennen. Na, wenn man das so ein bisschen von weiterem sieht, sieht es irgendwie aus, als würde mein Haus brennen. Aber unser Haus brennt nicht. Wir haben das alles im Griff. So, mal kurz gucken. Was benötigt ihr denn, das herzustellen? Nochmal Wood. Ich habe noch ein bisschen Wood. Aber sonst habe ich keins mehr, ne? Wir könnten hier noch drinne haben. Hier noch ein bisschen Wood. Hier haben wir noch. Stellen mal noch etwas her. Einfach, dass wir vielleicht unser Schiff noch ein bisschen ausleuchten können. Sieben Stück, das sollte eigentlich soweit reichen. Wird auch langsam Tag. Endlich wird wieder Tag. Unsere Blue Pearl hier mal ausleuchten. So, wir haben hier eine Fackel. Mal ganz kurz gucken, inwieweit die leuchtet. Ich werde definitiv noch eins hier hinsetzen. Dann werden wir hier unten noch eine hinsetzen. So.
Hier kann ich sie nicht setzen, okay. Könnte sie nur hier noch eine? War hier noch eine ran? Hier eine ran. Reicht eigentlich. Hier noch eine. Haben wir auf jeden Fall unser Schiff schon mal beleuchtet. Und wartet mal. Auch so, das wird auch noch so eine Sache werden, ne? Wenn es mal schnell gehen muss. Dann breche ich mir wahrscheinlich den Haxen, bevor ich hier runterkomme. Aber gut. So. Und hier noch eine. So. So. Dann ist die Ecke hier auch schon mal, unser Schiff auch schon mal so weit beleuchtet. Kann man immer wieder mal die Fackel anmachen, wenn man es braucht. Da hat sich gerade ein Rochen wieder das Rückgrat gebrochen. So. Wenn man jetzt mal so guckt, ne? Wir haben ein Schiff, das noch nicht wirklich viel gefahren ist, aber das kommt alles noch. Und wir haben ein Haus, ja, schick ausgebaut. Also so langsam nimmt das Ganze hier doch seine Formen an. Sollen wir eben mal die Fackel auspusten hier? So. Jetzt muss ich überlegen kurz. Ich muss mal schauen. Müssen wir hier kurz das reparieren? Reparieren. Repair und Repair. So. Stroh haben wir noch relativ viel. Was wir halt brauchen, ist auf jeden Fall Holz. Holz. Und ich möchte mal ganz kurz gucken, weil ich würde ja gerne mal so ein Ding sehen. Was bräuchten wir denn für so Knackerchen? Mais bräuchten. Aber ich habe hier halt auf unserer Farminsel, hier haben wir kein Mais. Da ist schon wieder einer. Ich müsste auch mal überlegen, wie man dieses Wassersystem hier bei mir ausbauen könnte, ne? Weil das muss, das kann man ja auch ausbauen. Habe ich da vielleicht irgendwas in meinem Ding hier drinnen? Kurz gucken. Cooking? Nee, das kann man auch nicht. Für den Cooking-Tisch brauchen wir übrigens auch Kristall. Also ich denke mal, wir sollten demnächst irgendwann mal losziehen. Wirklich. Und Kristall besorgen, ne? Aber ich wollte ja vorher noch gucken, was ich benötige für für die Kanonen, ne? Weil wir die ja auch noch benötigen, bevor ich da irgendwie großartig was mache, ne? Warte mal, jetzt hab ich gerade nämlich da gesehen. Wo war das jetzt drin? Ich hab das schon wieder. Da. Was hier?
Hier, und zwar dachte ich, das hier könnte doch ein Water-Pump-System. Ich mache das einfach mal. Ich weiß nicht, ob es das ist, aber ich könnte es mir vorstellen, dass das uns vielleicht... Einfach nur mal testen. Also ich, wie gesagt, ich kenne das nicht. Ich weiß nicht, was das ist, aber vielleicht. Und hier könnte man jetzt Pipelines legen nach rüber. Aber wo lerne ich Pipelines? Naja, es steht wenigstens mal was hier, ne? Hier, das wäre Reis, wilder Reis. Wilder Reis haben wir also hier. Wir könnten natürlich auch mal mit unserem Pferd durch die Insel reiten und eventuell schauen, ob wir hier vielleicht ein bisschen Mais haben. Oder wir machen eine erste Fahrt mit unserem großen Schiff und fahren rüber auf so eine Startinsel und schauen mal da, ob wir da Mais bekommen. Das wäre natürlich auch eine Idee, ne? Aber erstmal muss ich schnell mal schauen. Und zwar bräuchte ich nämlich noch solche Säcke hier. Fasern, Torch und Honig. Was? Honig? Die benötigen wir auf alle Fälle für unser Schiff. Ich denke mal, zwei Stück sollten da ausreichen. Packen wir mal aufs Schiff. The Blue Pearl. Irgendwie sieht die Farbe leicht aus, je nachdem, wie das Licht scheint, als wäre das lila. Ne? Das ist lila hier, ja. Also, also der Bogen hier und der Bogen. Aber das ist eigentlich kein Lila, das ist eigentlich blau, ne? Aber man sieht, je nachdem, wie das Licht fällt, sieht das so aus. Oh. Sieht das so aus, als wären das... Als wäre das, ja, ne? Lila. So schlimm ist es, weiß ich, habe gerade keine Axt dabei. Hab das ja alles reingetan in die Werkbank, um zu reparieren. Mal schnell wieder rausholen, bevor ich es wieder vergesse. So, jetzt mal eben gucken. Haben wir noch irgendwo... Hier haben wir noch Salz. Hier hätten wir halt noch Bohnensamen. Aber Bohnen haben wir ja schon eigentlich gepflanzt. Und mit der Pipeline könnte man dann nämlich versuchen, das unten zu legen. Also, hier uns ein Ding zu machen. Weil ich weiß nicht, ob das... Müsste man dann gucken, wie man die Pipelines legen kann. Weil noch haben wir halt kein wirkliches Bewässerungssystem dann für unsere Beete später, ne? Und ich weiß auch nicht, ob ich auf allen Sachen alles pflanzen, also auf den Beeten dann alles pflanzen kann. Das ist halt auch immer so eine Geschichte, ne?
So, das machen wir aber erst, wenn wir losfahren. Lassen wir erstmal hier rein. Dann gucken wir mal hier unten gerade kurz im Schrank von denen hier. Aber die essen auch Beeren und sowas. Also die Hauptsache, sie haben da unten was zu essen drin. Sag mal, ist alles gut bei euch? Hallöchen, guten Morgen. Na, gut geschlafen? Geht's euch gut? Guten Tag. Werden die hier erstmal ein bisschen auf Leben hochpushen. Du kriegst gar nichts. Bei dir geht nichts. Was ist mit dir, junger Mann? Guten Tag. Ja, alles klar. Und was ist bei dir? Was für eine Hose an? Zieh doch mal die an. Weil die ist viel hübscher. So. Und jetzt werde ich nochmal Folgendes tun. Ich überlege halt gerade wirklich, ob ich es riskieren soll und mit dem Schiff wirklich mal versuchen soll, also rüber zu fahren auf die Ding. Oder ob wir halt nochmal das Floß nehmen, ne? Ich sag halt mal so, es ist schon riskant, ohne Besetzung mit Kanonen wohin zu fahren, ne? Aber wir wären halt wahrscheinlich mit dem Schiff wesentlich schneller und es wäre halt mal so eine Übung, ne? Er hat auch eine gute Übung. Halt die Frage. Sollen wir es wagen? Oder sollen wir es nicht wagen? Die Frage kann nur ich beantworten. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich würde gerne. Aber ich weiß natürlich auch, was passieren kann. Wenn es nicht klappt. Ich weiß halt auch, was passieren kann, wenn es nicht klappt. Und ich glaube, ihr wisst es auch. Dann ist unsere Blue Pearl nämlich schneller hinüber, wie uns lieb ist. Ich habe sie jetzt aufs Schiff manövriert. Ich habe sie hochgetragen, ja. Das ist später dann mit dem Steg einfach, aber um den Steg bauen zu können, brauchen wir erstmal Material. Das müssen wir uns auch erstmal besorgen. Und bleib mal kurz hier stehen, mein Schatz. Ah, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht, ob wir das Risiko eingehen sollen oder nicht. Bin da so unsicher. Ja, ich würde einfach mal sagen, meine Lieben, und ob ich das Risiko eingehen werde und was uns dann alles so erwarten wird, das seht ihr dann alles in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen.